dieser Welt diese Musik erzählen zu dürfen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir in der Stiftskirche in Stuttgart unser Programm Die Himmel erzählen, die Ehre Gottes singen dürfen. Und wir hoffen, die Stuttgarterinnen und Stuttgarter sind ebenso froh wie wir. Ich bin Alexander Schneider und zwar bin ich Altsänger und der Primus inter pares vom Ensemble Polyharmonique. Das Ensemble Polyharmonique ist ein Ensemble für speziell alte Musik. Also wir beschäftigen uns vornehmlich mit der Musik des 17. und des 18. Jahrhunderts und vornehmlich mit der deutschen Musik, aber auch mit der lateinischen und der italienischen Musik. Wir sind hier in Stuttgart und sind sehr froh, das erste Mal in der Stiftskirche zu Gast sein zu dürfen. Wir haben die Ehre, wunderbare Musik von Heinrich Schütz und seinen Zeitgenossen zu präsentieren. Und zwar auch noch neben Heinrich Schütz, dem Großmeister der deutschen Musik, wie man sagt, auch Andreas Hammerschmidt und seinem Schüler Tobias Michael. Wir singen fünf- und sechsstimmige deutsche Madrigale, sagt man fast dazu, also eigentlich keine Motetten, sondern eigentlich der italienischen Musik anempfundene deutsche Musik. Und es war tatsächlich in dieser Zeit sehr, sehr üblich und sehr, sehr modern, diese Musik aus Italien zu imitieren, zu übernehmen. Das heißt also, dass man versucht hat, diesen Concerto-Stil, der sich da entwickelt hat, nach Transalpino sozusagen in den Norden zu transferieren. Und die Komponisten Andreas Hammerschmidt und Tobias Michael haben das meisterhaft getan. Hingegen Heinrich Schütz, der zweimal in seinem Leben bis nach Italien gekommen ist und dort mit Giovanni Gabrieli gearbeitet hat und vermutlich auch, wir wissen es nicht, total belegt mit Claudio Monteverdi. Er war zweimal zu Zeiten des 30-jährigen Krieges in Italien und kannte die neue Musik. Aber er ist niemals in das Kopieren verfallen, sondern hat sich einen Personalstil zugelegt, wie wir ihn erst wieder bei Johann Sebastian Bach finden können. Und das ist das Schöne. Wir haben also uns viel Zeit gelassen, eigentlich Heinrich Schütz zu entdecken. Also wir haben angefangen mit Tobias Michael. Thank you.
Ensemble gibt es seit circa 2014, eigentlich ein bisschen eher schon, aber wir haben angefangen mit unserer ersten Einspielung mit der musikalischen Seelenlust von Tobias Michael, was das Schwesterwerk ist von Israels Brünnlein von Johann Hermann Schein, was kaum einer weiß. Johann Hermann Schein war sehr, sehr eng befreundet mit Heinrich Schütz und aber auch mit Tobias Michael. Sie sind nämlich beide in der Schule in Schulpforta gewesen. Und Johann Hermann Schein hat dann auch tatsächlich Tobias Michael für das Thomaskantonamt empfohlen. Und er ist es dann tatsächlich geworden. Er war der Nachfolger von Johann Hermann Schein im Thomaskantorat. Danach kam Sebastian Knüpfer, Johann Schelle und dann war schon Johann Sebastian da. Also so weit ist es nicht entfernt. Und dass diese Musik so unglaublich miteinander zu tun hat, das haben wir über die letzten Jahre eigentlich entdeckt. Natürlich haben wir auch italienische Musik gemacht, wir haben ein Requiem von Francesco Cavalli aufgenommen und natürlich in vielen Konzerten andere Programme gestaltet, bis hin auch zur Harmonmesse, die wir zu zehnt gesungen haben mit der Akademie für Alte Musik Berlin. Also wir haben uns in der letzten Zeit eigentlich ein bisschen probiert, was ist möglich mit einem solistisch besetzten Ensemble. Also wir sind alles Gesangssolisten, die sich überall herkennen. Die Herren waren alle in einem Knabenchor, das ist vielleicht auch interessant zu wissen. Also der Winsbacher Knabenchor und der Dresdner Kreuzchor sind sozusagen unsere Heimat. Die Damen hingegen haben natürlich auch eine spezielle Ausbildung erfahren dürfen. Und wir haben uns bei Projekten kennengelernt und haben gemerkt, dass wir am Ende wirklich von der Formulierung her dasselbe wollen. Und wir haben versucht, auch den Heinrich Schütz, gerade den, ein bisschen zu entintellektualisieren. Das Problem ist, dass Schütz oft bei den Hörern als schwierig gilt, vielleicht ein bisschen trocken und von den Musikern auch eigentlich immer sehr geliebt wird, weil die Polyphonie und seine Satzweise, da stimmt jeder Ton, alles ist richtig. Und wir haben auch versucht, sozusagen den Schütz sozusagen von seinem italienischen Gusto aufzurollen. Thank you.
dass wir 2019 in Venedig eingeladen waren. Und wir haben tatsächlich in Venedig den Geruch der Lagune, die ganze Atmosphäre, die Kirchen. Ne? Wir hatten das Glück, in der Biblioteca Marciana auftreten zu dürfen und haben also wirklich ein richtiges Gefühl für diese Musik bekommen. Denn im Sommer, also wenige Wochen danach, haben wir nämlich die geistliche Chormusik von Heinrich Schütz auf CD aufgenommen, die jetzt auch glücklicherweise im Oktober erscheinen wird. Und das war eigentlich, sagen wir mal, unsere große ganze Überlegung, erstmal über die Kollegen von Heinrich Schütz sich an seine Musik heranzupirschen, um sie dann sozusagen freizulegen. Denn Heinrich Schütz, gerade die geistliche Chormusik, hat ja auch ein wenig Patina. Also das ist eine Musik, die immer aufgeführt worden ist, die sozusagen hat eine ähnliche Aufführungstradition wie die Bach-Motetten. Und in der Weitergabe dieser wunderbaren Musik schleichen sich natürlich gewisse Manierismen ein, wo man sagt, so singt man das. Und wir haben versucht eben, als wir geprobt haben, haben wir nicht nur versucht, die Akkorde sauber zu singen, sondern wir haben uns hingesetzt und gesagt, was sagt er uns? Wie ist diese Sprache lebendig zu machen? Und ich glaube, es gelingt uns wirklich immer mehr, von jedem Auftritt zu einem anderen Auftritt, diese Musik plastischer, lebendiger in das Heute zu holen. Also, dass wir sagen, wir machen zwar alte Musik, aber wir sind ja nicht alt, sondern wir sind einigermaßen jung, sage ich immer. Aber wir versuchen also mit unserer Erfahrung, die wir auch überall gesammelt haben, in allen in den Konzertsälen dieser Welt, auf den Festivals, die sozusagen viel mit alter Musik zu tun haben, haben wir versucht, unsere Erfahrungen zu sammeln und wollen sie jetzt eigentlich bündeln und haben also versucht, unseren Personalstil herauszuarbeiten, das heißt also unseren Klang und unseren, was wir erzählen wollen. Thank you.
Unser Konzertprogramm hier, was wir heute hier singen dürfen in der Stiftskirche zu Stuttgart, heißt Die Himmel erzählen. Der vollständige Text lautet Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir Heinrich Schütz erzählen? Und ich habe gerade in der Probe auch das Bild benutzt, Die Himmel erzählen, das ist eine Motette, die fängt ganz still an mit drei Stimmen und dann auf einmal setzt das ganze Ensemble ein in einem großen Tutti, die Himmel erzählen. Und das ist die Idee, dass sich eigentlich auf dem Wort Himmel eigentlich sozusagen der Himmel öffnet. Das heißt, man tritt vielleicht aus der Tür heraus und sieht den blauen Himmel und der kommt nicht so langsam rein, sondern dieser Himmel explodiert förmlich. Ja, also dieses Blau, ja, wir gehen jetzt mal von dem schönen Blau aus, das ist Blau, was auf einmal sozusagen explodiert, das ist in dieser Musik drin. Das wirklich, es wird langsam mit leichten Wolken vorbereitet und dann schreibt Schütz, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und das ganze Ensemble kommt zusammen. Und das ist sozusagen das Motto eigentlich unseres Konzertes hier in der Stiftskirche in Stuttgart. Und wir haben das Programm so aufgezogen, dass wir gesagt haben, Heinrich Schütz muss man in sich aufnehmen. Er hat was Durchdringendes in seiner Musik. Und wir haben das Programm so gestaltet, dass wir also den Hörern auch ein bisschen Gelegenheit geben, mal kurz auch andere Sichtweisen oder andere Komponiertechniken zu hören, nämlich die von Andreas Hammerschmidt und von Tobias Michael. Andreas Hammerschmidt hat seinerzeit auch eine Chormusik auf Madrigalmanier herausgegeben und hat sie von Heinrich Schütz prüfen lassen, der nämlich dann geschrieben hat, er ist, lieber Herr Hammerschmidt, die Bahn ist wohl getroffen, macht mal weiter so. Also Hammerschmidt hat sich sozusagen in den Gewässern von Schütz bewegt, aber hat eine ganz andere Tonsprache. Es ist viel leichter, es ist verständlicher. Es war tatsächlich auch Musik, die sehr gedacht war für die Kantoreien, denn Schütz hat ja immer für die Hofkapelle geschrieben, hatte aber immer im Sinn, wie kann man nach dem 30-jährigen Krieg die Kirchenmusik neu ordnen und hat also sozusagen den Komponisten einen Leitfaden in die Hand gegeben. Und auch die geistliche Chormusik ist ja sehr bekannt für ihr Vorwort, wo er beschreibt, bevor man den italienischen Concerto-Stil doch schreiben möge, sollte man doch die harte Nuss des Kontrapunktes knacken. Und das, denke ich, kann man in diesem Konzertprogramm sehr, sehr schön nachvollziehen, indem wir beginnen mit Heinrich Schütz, Andreas Hammerschmidt in der Mitte. Das ist je gewisslich wahr, ein sehr profundes Stück, was ursprünglich gedacht war oder was Schütz seinem Freund Johann Hermann Schein geschrieben hat zu dessen Beerdigung, denn die waren sehr eng befreundet und Schütz hat viel Trauer empfunden und er hat dieses Stück leicht verändert, dann nämlich auch in seiner geistlichen Chormusik aufgenommen. Danach eben Musik von Tobias Michael, der Nachfolger von Johann Hermann Schein im Thomaskantorrat war und auch mit Schein befreundet war. Also die ganze Musik hat miteinander zu tun, alles ist ineinander verwoben und wir enden wieder mit Heinrich Schütz. Und es gibt noch ein wunderschönes Stück, und zwar Selig sind die Toten, eines der größten Kompositionen für mich von Schütz, wo es Schütz vermag, die Zeit anzuhalten und wenn er spricht, sie ruhen von ihrer Arbeit. Da kann man nichts mehr sagen. Und wir versuchen das wirklich auch diesen Moment, also diesen Moment von Ewigkeit, sie ruhen von ihrer Arbeit. Ja, der Geist spricht. Diese verschiedenen Farben, dass man das rausarbeiten kann. Und das ist meisterhaft, wie Schütz das gemacht hat. Thank you.
mein persönliches Lieblingsstück ist eigentlich Unser Wandel ist im Himmel. Das ist großes Kino, wie ich immer gerne sage, weil da hat Schütz wirklich in, ich weiß nicht wie viel Takt, das sind ganz, ganz viel untergebracht. Ja? Also er hat einen Wechsel von nach der Wirkung, von C-Dur nach A-Dur, nach der Wirkung. Ja, das sind wirklich stilistische Mittel des Madrigals, obwohl Schützer gesagt hat, nee, der Kontrapunkt ist wichtig. Also er hat es wirklich vermocht, in dieser Musik sein, diese beiden Stile des Konzertostils und der Polyphonie zu verbinden. Danach kommt eine Stelle, verklären wird, seinem verklärten Leibe. Das, da denkt man, das ist italienische Musik. Und dann wird es auf einmal wieder ganz deutsch. Diese beiden Verbindungen, ja, also dieser kulturelle Austausch, der in Heinrich Schütz seiner Musik stattfindet, ist doch unglaublich, ja, gibt uns heute auch noch ganz viel Sinn. Und ich denke, ein Komponist wie Bruckner oder Mahler, der kannte das, der muss das gekannt haben. Und anders konnten die ihre Sinfonien, wie wir sie heute auch lieben, nicht schreiben können. Und das ist das, was wir eigentlich versuchen auch zu zeigen, dass wir sagen, das ist zwar wahnsinnig alte Musik, aber es eigentlich kann das, ist das so gut gemacht. Und wir haben heute das Glück, dass wir gehören als Ensemble Podiomanik auch zu dieser, ja, zweiten oder dritten Generation dieser Musiker, die sich mit alter Musik beschäftigen. Ne, in den 60er, 70er Jahren wurde sozusagen, die Pioniere haben angefangen, diese Musik irgendwie nach Quellen wieder zu machen. Instrumentarium, Stimmung, die Singweise wurde erforscht. Und wir haben jetzt das Glück, dass diese ganze Arbeit ist für uns übernommen worden und wir müssen jetzt eigentlich was daraus machen. Wir müssen jetzt versuchen, das weiterzuentwickeln. Das heißt nicht, wir wollen auch nicht irgendwie einen Klang konservieren, der vielleicht mal vor 20 Jahren schön war, weil ein Klang ist nicht interessant. Ein Klang ist sehr, sehr schön 3 Minuten lang. Aber wenn da kein Inhalt ist, also keine Tiefe und kein Verständnis über das, was man singt, dann ist diese Musik tatsächlich alt. Und wir wollen das eben, ja, versuchen zu wechseln. Denn wir sind der Meinung, ein schöner Klang kommt aus dem tiefen Verständnis dieser Musik. Und wenn sie zum Beispiel selig sind die Toten, dann ist also so viel Seele in einem strahlenden F-Dur-Klang, das erschließt sich jedem Zuhörer oder jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin, wie man ja heute sagt, sofort. Da muss man nichts über diese Musik wissen. Darum geht es nämlich nicht. Diese Musik geht eigentlich sozusagen direkt vom Ohr ins Herz und dann nimmt sie noch einen Umweg über den Kopf. Und dann ist man eigentlich vielleicht wirklich ein bisschen, ja, diese Entrückung, was wir doch vielleicht auch alle immer ein wenig suchen, kann durch diese Musik wirklich passieren. Ja, weil wir versuchen, das auch in mitteltönlicher Stimmung zu machen. Das heißt also, wir verlassen die wohltemperierten Pfade, sondern haben eine sehr, sehr reine Stimmung. Das heißt also, ein F-Dur klingt dort himmlisch, mitunter mit Magie. Das ist sozusagen unsere, ja, unser Traum, das weiter zu betreiben und weiter sozusagen in dieser Welt diese Musik erzählen zu dürfen.